Hallo, mit diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Formel 1 Manager Grand Prix World auch auf den 64-Bit-Versionen der aktuellen Betriebssysteme, also zum Beispiel Windows 8, Windows 7 oder Windows Vista, spielen könnt. Und ihr benötigt hierfür ein virtuelles Betriebssystem. Und ich habe hier Windows XP als virtuelles Betriebssystem eingerichtet, mithilfe der Software VMware bzw. dem VMware Player. Und bevor ihr jetzt die Installation des Spiels durchführen könnt, müsst ihr zuerst einmal diese Software installieren. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr auf meine Website gehen. www.gamedrpc.de. Und ihr geht dann hier auf Tutorials VMware Player. Und ich habe hier zwei Tutorials zum VMware Player eingestellt und in dem ersten Tutorial wird die Einrichtung des VMware Players beschrieben und die Installation von Windows XP. Und in dem zweiten Tutorial habe ich beschrieben, wie ihr welche Software ihr benötigt, um die Spiele dann im Vollbildmodus spielen zu können. Also das zweite Tutorial müsst ihr nur durchführen, wenn ihr dann wirklich die Spiele auch im Vollbildmodus spielen wollt. Und das würde ich euch aber dann auch noch empfehlen, dass ihr dieses zweite Tutorial ebenfalls vorher durchführt und diese Software herunterladet. Und die Links habe ich hier hinterlegt. Also das wäre jetzt der Link für den VMware Player in der aktuellsten Version. Das wäre jetzt 7.0 für die 64-Bit-Betriebssysteme und die Software Multires. Diese benötigt ihr, um die Spiele im Vollbildmodus spielen zu können. Und das müsst ihr also alles, wie gesagt, vorher durchführen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr hier auf Tutorials Spiele. Scrollt dann hier nach unten und klickt hier auf Grand Prix World. Und ihr seht hier mein erstes Tutorial für die 32-Bit-Betriebssysteme. Und bevor wir jetzt den VMware Player starten und die Installation durchführen, benötigen wir noch zwei Patches und die laden wir uns jetzt hier herunter. Zum einen den XP-Patch und den Patch auf die Version 1.1. Und wir beginnen mit dem XP-Patch. Gehe dann hier auf Herunterladen. Und auf Speichern. Und jetzt laden wir noch den zweiten Patch herunter. Gehen wir wieder auf Herunterladen und Speichern. So, damit sind die beiden Downloads abgeschlossen. Ihr könnt den Internet Explorer jetzt schließen und geht jetzt in den Windows Explorer, in euer Download-Verzeichnis und markiert beide Patches. Und klickt dann hier auf die rechte Maustaste und auf Ausschneiden. Und dann geht ihr zurück auf den Desktop und klickt hier auf die rechte Maustaste und geht auf Einfügen. Ja, und jetzt wollen wir das Spiel installieren und starten den VMware Player und Windows XP als Betriebssystem. So, Windows XP wurde gestartet und bevor wir jetzt die Installation durchführen, kopieren wir die zwei Patches in das XP-Betriebssystem. Also ihr markiert dann hier wieder beide Dateien, geht dann hier auf Ausschneiden und geht dann wieder zurück in das XP-Betriebssystem und klickt hier auf die rechte Maustaste und geht auf Einfügen. Jetzt wechseln wir hier, indem ihr auf den Startbutton mit der rechten Maustaste klickt in den Explorer und wir gehen jetzt auf das CD-Laufwerk. Die CD zum Spiel hatte ich schon eingelegt und ihr startet jetzt die Installation des Spiels über die Setup-Startdatei. Wir klicken jetzt hier auf Weiter, bestätigen das mit Ja und den Pfad passe ich an
und installiere das Spiel in meinen Ordner Spiele. Und das, die Bezeichnung Grand Prix World lassen wir unverändert und klicken dann hier auf OK, auf Ja und gehen hier auf Weiter. Und wir wählen hier die vollständige Installation. Das bestätigen wir ebenfalls. Und jetzt startet die Installation des Spiels. So, die Installation des Spiels ist abgeschlossen und wir klicken jetzt hier auf OK. Und wir machen jetzt Folgendes: Wir minimieren den Windows Explorer und ihr klickt jetzt auf dem Desktop auf die rechte Maustaste und geht auf Eigenschaften und wechselt dann hier in den Reiter Einstellungen und ändert die Farbqualität von 32-Bit auf 16-Bit, bestätigt das Ganze mit OK und dann mit Ja. Als nächstes markiert ihr beide Patches und klickt dann wieder auf die rechte Maustaste, geht auf Ausschneiden. Und jetzt wechseln wir in den Windows Explorer und gehen jetzt auf das Laufwerk C, in den Ordner Spiele und jetzt in den Ordner Grand Prix World. Und ihr klickt dann hier auf die rechte Maustaste und geht auf Einfügen. Und er fragt uns jetzt, ob die Datei ersetzt werden soll. Das bestätigt ihr mit Ja alle. Und ihr könnt das Spiel jetzt über beide Dateien starten, also einmal über den XP-Patch. Allerdings hatte ich das Problem, dass bei dem XP-Patch das Spiel nach dem ersten Rennen immer abgestürzt ist und ich habe das Spiel dann immer über den Patch auf die Version 1.1 gespielt und ihr müsst dann hier nur noch eine Änderung vornehmen. Ihr markiert die Datei mit der linken Maustaste, klickt dann auf die rechte Maustaste, geht auf Eigenschaften und wechselt jetzt in den Reiter Kompatibilität. Und macht hier einen Haken und wählt hier Windows 98 Windows ME aus, bestätigt das Ganze mit OK und dann könnt ihr das Spiel auch in der Version 1.1 starten bzw. spielen und das mache ich jetzt. Ich starte das Spiel. Wie ihr seht, funktioniert das Spiel auch komplett mit Sound, die Videos werden ebenfalls abgespielt. Und ihr könnt das Spiel also wie gesagt hiermit spielen. Und wie ihr aber seht, funktioniert das Spiel nur im Fenstermodus. Und wenn ihr das Spiel im Vollbildmodus starten wollt, dann macht ihr das wie folgt. Also ich beende das Spiel jetzt erstmal noch einmal. Ihr müsst dann Windows erst einmal herunterfahren. Und jetzt startet ihr das Programm Multires. Und dann geht ihr unten rechts auf dem Bildschirm und startet das Programm über dieses Symbol. Und wählt hier High Color 16-Bit aus. Halt in der Auflösung 800x600. Bestätigt das Ganze mit OK. Und jetzt startet ihr den VMware-Player erneut. Wieder Windows XP. Nachdem Windows XP gestartet wurde, geht ihr hier wieder auf den Startbutton, geht auf den Explorer und wechselt jetzt auf C, Spiele, Grand Prix World. Und wählt wieder die Startdatei in der Version 1.1. Und jetzt schaltet ihr hier um auf Vollbild. Und jetzt könnt ihr das Spiel im Vollbildmodus spielen. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel.